die bislang beste seiner Karriere absolviert. Ah, und da sehen wir, auch Braunschweig hat die Starting Lineup gewechselt, also Peterka. Kusi. Grünlo gut geslippt und Bango mit dem nächsten Block. Also Gilson Bango für Grünlo. Gilson Bango. Kusi und Grünlo geht immer früh im Pick and Roll, rollt schnell ab und macht hier die leichten Punkte. Wieder Brenton Tischler mit Größenvorteilen gegen Kusi und er ist schwer und den macht er. Der in der Hinrunde ein ganz starkes Spiel gemacht hat und das ist Nicolas Tischler verliert den Ball, geht schon wieder in die andere Richtung. Also die Fehlerquote ist durchaus hoch. Aminu, Groves. Groves. Ja, wir sehen, warum diese Mannschaften so stark. Groves. Null von vier. Arriguso mittlerweile da, fast nach. Ja, es ist alles ein bisschen statischer als gewohnt bei Rastafechter. Schmieger macht ihn rein. Fünf Ballverluste für Braunschweig ist natürlich zu viel. Er sich ein bisschen schneller entscheidet, aber ich glaube, da war Spencer Reeve selbst so ein bisschen sauer, dass der Ball nicht früher kam. Groves mit dem Offensivrebound. Fechter übernimmt hier das Kommando. Geht dann auch heute kein Crockett auf die Eins, sondern da bekommt Alinoglu die Chance. Gut gespielt. Guter Rebound von Brenton Tischler. Zilka. Bango. Die ersten sieben Zähler, oder nein, nicht die ersten sieben Zähler, Entschuldigung, aber sieben Zähler bislang im zweiten Viertel für die Braunschweiger, die besser nach der Viertelpause kommen, aber hier wieder. Und das ist ein ganz schlechter Pass von Groves. Und dann das End One durch Ahmad Rory. Braunschweig, hier sehen wir. Nein, es ist gar kein Doppel mehr. Sie waren kurzzeitig zu zweit drauf, aber als er den Fehlpass spielt, ist Peterka. Nicolas Tischler. Auszeit Fechter. Groves jetzt gegen den deutlich kleineren Crockett, aber wieder tickt die Shotclock runter und da ist Kusi einfach so unfassbar gut, solche Situationen zu lösen. Er hat diesen besonderen Touch, er ist exzellent darin. Rocket, gutes Zusammenspiel mit Gilson Bango. Und jetzt Peterka gegen Kusi im Post. Und der Korb zählt, da hat irgendein Fechter ins Netz gegriffen. Kusi. Nicolas Tischler auf und davon. Und da ist sie die Braunschweiger Führung. 37 zu 35. Ist der nicht mehr der gleiche, der er vorher war. Den macht er. Gut verteidigt von Arriguso. Der Einsatz von Schmieger. Und dann Arriguso mit dem Dank, der ihnen immer wieder Chancen ermöglicht, so wie hier. Schmieger, da haben sie den Ball sehr weit nach vorne bekommen. Und dann ist Bango da. Wow. Gilson Bango. Gegen Fru. Entschuldigung, natürlich Groves gegen Fru. Rocket. Nächster schlechter Pass. Nächster Turnover.
Also ich weiß nicht, ob er nervös ist, weil Mama da ist, aber es läuft nicht bei ihm. Joel Aminu dagegen ist derjenige bei Fechter, der von außen am besten wirft. Jetzt 3 von 5 von der Dreierlinie. Nochmal Aminu aus der linken Ecke. Bingo, da muss die Auszeit her. Crockett, dem wird man es wirklich mal wünschen. Da ist er doch, der Wurf. Und er fällt für TJ Crockett, seine ersten Zähler. Schwieger. Musi. Guter Offensiv-Rebound von Nico Tischler. Und dann ist der Ball wieder weg. Und wir haben ein 3 gegen 1. Und mit dem Alley-Oop-Anspiel auf Tanner Groves. Das Alley-Oop-Anspiel nochmal. Für Rasta. Guter Pass nach innen. Und dann Groves mit dem Dunking. Das sieht so aus, als ob das Ganze sehr in die Richtung der Gäste läuft. Flanagan mit dem Dreier. Also jetzt übernimmt Fechter noch deutlicher das Zepter. Flanagan mit 5 Punkten in Folge. Und Iwundu passt auf. Und er zählt auch noch. Und das ein One. Was für ein Ding von Wesley Wundu. Zumindest nachdenkenswert für die Top Ten. Der Stil und dann über das ganze Feld. Und dann ganz akrobatisch. So ein bisschen. Hier kommt Nico Tischler. Aber wieder geht's in die andere Richtung. Aminu. Gute Ballbewegung. Flanagan für 3. Und defensiv kann er eben auch dann switchen und gegen kleinere verteidigen. Flanagan, oh, starker Block von Crockett, wow! Oh, und es macht Aginoglu gut im Pick and Roll. Ein klasse Passspiel auf Gilson Bango. Dass Anne Panther das gepfiffen hat. Oftmals ist es ja so, dass junge Spieler den Call dann mal eher nicht kriegen. Jetzt haben wir Sani Fruh für 3 und ja, am 25. Spieltag der Easy Credit BBL bei den Basketball-Löwen Braunschweig. 92 zu 79 am Ende.